Hi, ich wollte euch mal ein bisschen von meinen ersten Eindrücken von Hearthstone berichten. Ich habe jetzt vor, glaube ich, knapp 2 Wochen den Key bekommen. Danke nochmal an Blizzard, beziehungsweise ans Community-Team von Blizzard. Und so langsam habe ich so ein bisschen was verstanden an dem Spiel. Denn ich muss sagen, es ist sehr komplex. Ich habe auch lange gepokert, ich habe Schach gespielt, ich habe StarCraft gespielt und ich finde genau, es ist eine Mischung aus genau diesen drei Spielen. Einerseits Pokern, weil es viel mit Wahrscheinlichkeiten gibt, man kann Outs rechnen, man kann Reads auf die Gegner haben, man kann die Spielweise des Gegners voraussehen und daran adapten und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit mit Schach sind, man muss Züge vorausberechnen, also man muss so eine Art Auswahlbaum im Kopf erstellen, also was für Entscheidungen man trifft und die dann vorausberechnen. Das ist ganz wichtig, merke ich bei Hearthstone, dass man halt nicht einfach irgendwas macht, sondern sich schon Runden oder Turns zuvor überlegt, was der Plan ist. Und das dritte ist StarCraft. Vielleicht wundern sich da an, wieso StarCraft. Da finde ich es sehr wichtig, dass man bei StarCraft sind es Build-Orders, die man spielen muss. Und hier ist es auch so ein bisschen, dass man aus bestimmten Karten wissen muss, was man da spielt. Be besonders wichtig ist es in Constructed, also in Decks, die man selber sich zusammenstellt, dass man dort wirklich so Art ja, Synergien vorhersieht und das wie so Build-Orders, so Card-Orders im Kopf sich erstellt und die abspielt. Und die halt auch einfach kennt und sich nicht jedes Mal neu überlegen muss. Denn es ist auch wichtig, mein größtes Hindernis war am Anfang, dass ich überhaupt nicht die Karten kannte und mir immer die durchlesen musste und ja, dadurch alleine schon viel zu lange Zeit gebraucht habe, um überhaupt mal zu sehen, was es für Karten gibt, geschweige denn, dass ich irgendwelche Synergien erkannt habe. Also das ist halt das ganz Wichtige und das ist, was ich auch gleich in so ein paar Tipps noch euch geben möchte. Eine Sache ist, in ganz vielen Streams und überall diese Key-Verkäufer. Und auch bei eBay werden ja viele angeboten. Ich rate euch, kauft keinen Key. Das ist meiner Meinung nach Geldverschwendung. Natürlich ist es euch überlassen, also wenn ihr das Geld habt oder so. Aber ich glaube, in den kommenden Wochen, wahrscheinlich bis zu BlizzCon, wird es eine Menge Keys noch geben und bei der BlizzCon wird entweder die Open Beta kommen oder das fertige Spiel schon, denn das Spiel ist so gut wie fertig, das muss man sehen, also es hat kaum mehr Bugs und es ist auf jeden Fall sehr gebalanced. Na klar gibt es da in den Details noch Sachen, wo die Leute sagen, oh, das ist imbalanced oder das sind doch problematische Karten und so, aber insgesamt muss man sagen, ist es wirklich, könnte man das auch so releasen, denke ich mal. Und ich glaube, die sind sehr weit. Und deswegen würde ich keinen Key mehr kaufen, denn das Spiel wird, wer es nicht weiß, free to play. Free to play natürlich ist so eine Sache. Und deswegen will ich auch mal so ein paar Tipps dazu geben. Denn ich sehe, was viele falsch machen, meiner Meinung nach. Das erste ist, was viele falsch machen, sie spielen Arena. Das habe ich auch gleich mal falsch gemacht. Das ist natürlich verlockend, Arena zu spielen, aber wenn man keine Ahnung hat, so wie ich am Anfang und sich nicht auskennt, glaube ich, ist es sogar der größte Fehler, den man machen kann, Arena zu spielen. Denn man muss echt die Karten kennenlernen und Arena sind so viele Sachen, die man beachten muss noch. Denn in Arena muss man sich erstmal noch ein Deck zusammenstellen, davon hat man alles keine Ahnung. Und deswegen sollte man echt erstmal spielen. Einfach. Ja, ganz am Anfang natürlich gegen KI, aber man kann hier ungewertet und gewertet spielen. Also ich mache das auch nur sehr selten. Ich habe jetzt endlich mal alle Helden hier auf 10 gespielt. Das hätte ich viel früher machen müssen. Denn es ist auch ganz wichtig, dass man andere Klassen kennenlernt und so, damit, wenn man gegen die spielt, damit man halt Reads aufbauen kann und so weiter gegen sie und weiß, was sie machen können, was ihre Möglichkeiten sind. Und ja, also fang ganz langsam an, meiner Meinung nach. Viele wollen gleich Arena spielen, ist ja auch logisch. Es war bei mir auch so, aber ich gebe euch den Tipp, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist, macht erstmal Constructed, spielt mit den Basiskarten und dann ein bisschen mehr adden und so weiter. Und dadurch kriegt ihr auch Gold. Alle drei Spiele kriegt man 10 Gold. Denn es ist wirklich so, Gold ist die wichtigste Ressource.
in dem Spiel und man kann es halt nicht kaufen. Ne? Man kann Gold nicht kaufen und dadurch, wenn man hier sieht, man kann Gold nicht kaufen. Dadurch, ja, solltet ihr darauf aufpassen. Man ärgert sich sonst später, wenn man kein Gold hat, denn sonst muss man sehr schnell Geld ausgeben für das Spiel. Und dann ist es nichts mehr free to play. Besonders wenn man es mal ein bisschen mehr spielen will. Deswegen sage ich euch wirklich, hebt euer Gold auf, spielt nicht Arena, sondern lernt das Spiel und das ist deutlich das mit Abstand meiner Meinung nach das Beste. Und da auch für die, also die Lernkurve dürfte am besten sein, wenn ihr erstmal normal spielt. Ja, und dann, na, was natürlich auch hilft, sind Streams zu gucken. Also da sind ja sehr gute Spieler inzwischen, die streamen. Und die haben ja auch sehr viel Viewer. Ich glaube, Crip und Trump sind so die absolut größten. Ich finde allerdings, dass bei Trump, den finde ich sehr gut. Crip, da lerne ich eigentlich wenig, wenn ich ihm zugucke. Und es gibt so ein paar kleinere Streams, die empfehle ich euch mal in der Stream-Beschreibung. Ist einerseits Martin heißt der, den ich sehr gut finde. Ist ein deutscher Streamer und den ich in den letzten Tagen viel geguckt habe, wo ich wirklich sagen muss, der hat mich viel gelernt. Den kann ich euch nur empfehlen. Ich glaube auch, dass der in den kommenden Wochen sehr bekannt wird als Streamer. Und der zweite ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. A-Drop, glaube ich, ist ein englischer Streamer. Macht spielt sehr gute Musik. AP-Drop, ich bin mir gar nicht sicher. Ich verlinke es in der Stream-Beschreibung. Ist ein englischer Spieler und macht sehr schöne Musik, meiner Meinung nach. Und spielt sehr, sehr gut und kommentiert auch viel und hat viel Viewer. Interaktion und das finde ich sehr wichtig. Dann kann man auch mal einfach eine Frage stellen, selbst wenn er 300 Viewer hat, beantwortet er die auch mal. Und das ist bei Martin halt auch so und das finde ich halt wirklich gut und das hilft eine Menge. Und ja, das, was ich noch finde bei Streams, also ich gucke gerne auch Streams nebenbei, aber am meisten lernt man wirklich, wenn man wirklich dem Stream volle Aufmerksamkeit schenkt und dann auch die Erklärung genau, auf die Erklärung genau hört und wirklich genau den Stream guckt, da habe ich am meisten gelernt. Auch wenn das wiederum sehr aufwendig ist. Weil man muss insgesamt sagen, ich glaube, dass Hearthstone kein Spiel für Casuals ist. So wie wir es momentan haben, vielleicht wird es sich noch ändern durch Blizzard, werden viele schwer enttäuscht sein und viel, viel ragen und wirklich schwere Enttäuschung. Sehen, weil oder erfahren müssen, weil das Spiel ist hart. Man raged auch leicht und es ist schwer. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schwer und unglaublich komplex. Viel komplexer, als man vielleicht am Anfang denkt. Und ja, was wir noch, kleine Sache zur Community, was wir planen ist, ein oder eine Reihe an kleinen Hearthstone-Turnieren, weil jetzt ja immer mehr die Keys haben. Ich habe es hier auch schon gepostet, ein Raptor-Turnier. Werden wir mal sehen, wie wir es machen. Schön vielleicht mit Bracket und schön Regeln, ne? Gewohnte Qualität bei uns auch. Und dass wir da auch schön aufpassen. Und vielleicht kann man sowas auch casten. Mal sehen. Also da gibt es, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Und ja, dann machen wir mal so mit Basis-Decks ein paar Turniere, damit es auch schön gerecht ist. Und das ist so ein bisschen der Plan für die kommenden Wochen. Ich werde auch ein bisschen mehr Hearthstone streamen. Wobei ich immer noch in so einer Phase bin, wo ich beim Streamen wirklich viel schlechter spiele. Oder teilweise zumindest. Weil ich zu sehr abgelenkt werde und es sehr komplex ist und ich sehr wirklich viel nachdenken muss über viele Züge. Und der Stream mich dadurch extrem ablenkt. Und ich bin ja auch ein Streamer, der wirklich den Chat liest und da auch nicht mal den wegschalten kann, sondern immer alles auf alles achten möchte. Und das fällt mir da sehr schwer, deswegen möchte ich eigentlich noch so ein bisschen mehr üben. Und ich streame ja auch hin und wieder Hearthstone, aber insgesamt spiele ich es lieber momentan ein bisschen offstream. Und ja, aber das wird noch kommen, denn ich habe Blut geleckt, ganz ehrlich. Und es läuft auf. Zumindest, also es ist ja schwer zu sagen, ob es jetzt mehr Glück war oder nicht. Ich habe ja zum ersten Mal heute über 1000 Gold und es läuft wirklich gut. Und ich spiele für Arena. Ich habe schon, seht ihr auch, 107 Siege und Groß Grandmaster. Aber mal sehen. Also, ich werde euch auf jeden Fall weiteres berichten. Vielleicht mache ich nur eine kleine Reihe
über mehrere Tipps noch. Vielleicht mal sehen. Ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial für das Spiel. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.